So, Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Goodbye Deponia. Und ich habe mir vorgenommen, bei wie. Organon! Organon! Ja, genau, Rufus. Organon! Organon! Flieg mit den Wildgänsen davon! Was für ein Schwachsinn! Ja, Musik mache ich übrigens dann doch wieder ein bisschen lauter. Was für ein Schwachsinn. Hauptmenü, laden, speichern, laden. So, hier waren wir ja stehen geblieben mit unserem großräumigen Inventar. Und wir gehen jetzt mal zu den drei Fragezeichen. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst! Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für. Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben. Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Das war doch ausdruckskräftig. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Da kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Aber wirklich, das tut man ja auch nicht. Da ist Boso Sandzug. Den nehmen wir uns gleich. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Warte, gleich nochmal. Ganz schön That's groß. what Dafür, she dass es im said. ganzen. Ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Ich genauso wenig. Nehmen wir ihn einfach. Und hier ist noch ein Kleiderbügel. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Das mache ich auch immer sehr gerne. Ja, also sind wir jetzt erstmal da fertig in der Wäscherei. Da geht es zu. Ach ja, Alles klar. Da gucken wir dann gleich hin. Erstmal da hoch zu den erneuten drei Fragezeichen. Die sind hier überall. Eine Taube. Da unten raucht jemand. Das ist. Und so eine Klingel. Erstmal. Wir können auch hier lang gehen. Das kommt aufs selbe raus. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Jucksblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Na, aber wirklich mal. Dann rücken wir es mal gerade. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Ja, Mütter sind doch immer schuld. Was gibt's denn da? Ein Korkenzieher. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Dann nehmen wir uns den mal. Zum Korkenzieher einmal Salz. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Das ist mir aber auch neu. Man lernt immer wieder neue schöne Sachen dazu. Und da sagt nochmal jemand, bei allgemeinen Games lernt man nichts. Dr. Übelpfeff-Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel-Reptilienfutter, Dr. Übel-Köder-Insekten und Dr. Übel-Allzweckschaben. Hört sich gut an. Möchte ich alles viers benutzen? Eine Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in Grau-Grün zu geben. Köstlich.
Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, ich finde, das klingt so schräg. Jetzt haben wir Staub. Und mit dieser Mutter hier mache ich gleich noch was. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Aber wirklich. Mit dieser Mutter kann man das Dümmste machen, was einem einfällt. Rufus erzählt schlechte Deine-Mutter-Witze, wenn man die Sachen aus dem Inventar damit verbindet. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Voll witzig. Ja. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Habe ich zu viel versprochen? Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen deinem? Das ist nochmal das. Ein Korkenzieher. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Alter, wäre ich jetzt nicht von alleine drauf gekommen. Was hängt nur rum und trägt immer denselben Fummel? Deine Mutter. Der ist gut. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Oh, ich lach mich gleich tot. Gehen wir mal jetzt auf dieser Seite hier rum und klingeln mal. Ach, upsie. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Huch, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Puh, ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ja. Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Yay! Danke, mein Bester. Ja. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Och, Manno. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits.
Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Gott überzeugt. Wir haben jetzt den Zimmerschlüssel Nummer 5 und hier ist eine Mutter. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Deine Mutter. Oh, die werden immer besser. Ah, ich freue mich, dass er so gute Witze erzählen kann. Zu den Zimmern. Klopf, klopf. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Nein! Da ist noch ein Zimmer, da ist noch ein Zimmer, da ist ein Schrank und da ist noch ein Zimmer. Ich öffne mal den Schrank. Ein Kopfkissen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Das ist richtig. So, jetzt kann man mal probieren. Ich glaube, man kann nichts davon verbinden. Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Da freue ich mich aber. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Ach, Oregano, natürlich. Warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Ach so. Na, das wäre langweilig. Staub. Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ach so. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Na dann, okay, überzeugt. Wir gehen nochmal in den Schrank. Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Und die Welt doch untergehen wird. Ich bin der Größte. Doch, das glaube ich mir. Ja, das glaube ich mir. Ach, ich weiß selber nicht, was ich hier rede. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp, zu spät. Ach, Rufus, eben. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ja, ich bin Rufus. Ich bin Rufus. Und das gibt dir die Erlaubnis, einfach so in fremde Zimmer einzudringen? Das wurde rechtlich nie geklärt. Hauptsächlich, weil das Gerichtsgebäude abgebrannt ist. Dass sich diese Jungs aber auch immer so viel Puder auf die Perücken hauen müssen, ha? Es ist mir egal, wer du bist. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin nicht abergläubisch. Erzähl deine Spukgeschichte jemand anderem. Liebend gern. Wenn du dann so freundlich wärst, die Tür frei zu machen. Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ja, ich könnte der Zimmerservice sein, aber ich bin eigentlich auch neugierig. Ich bin nur neugierig. Ein dunkles Zimmer, ein Typ unter einem Laken, ein kleines Loch in den Nebenraum. Ich sagte doch, ich bin ein Gespenst. Darf ich dir dann wenigstens beim Spuken zugucken? Nein, verschwinde endlich. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Oh, woher wusste ich nur, dass er das sagt? Ich bin der Hotelexorzist. Bitte stellen Sie umgehend alle Spukaktivitäten ein und verlassen Sie langsam und geordnet die Sphäre der Lebenden. Also meine. Das kann ich leider nicht. Verstehe. Den Spruch habe ich schon öfter gehört. Du bist eine dieser rastlosen Seelen,
die dazu verdammt sind, auf Erden zu wandeln, bis sie Erlösung finden. Sind wir das nicht alle irgendwie? Nö, ich nicht. Ich werde nämlich morgen diesen trostlosen Planeten verlassen. Glückwunsch. Warum übst du nicht schon mal mit diesem Zimmer? Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Woher wusste ich nur, dass er das sagen wird? Ich bin aber eigentlich der Zimmerservice. Ich habe mich nur für jemand anderem ausgegeben. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Na gut, überzeugt. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Oh, auch da sind sie. Oh, guck an. Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und, aha, das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Ein Fischmesser. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Das wüsste ich auch gerne. Reden wir mal mit ihm, nachdem wir es angeguckt haben. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. Rufus entwickelt sich zu Super Rufus, yeah! Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt... Es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Na klar, warum hast du nicht gleich dran gedacht? Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham! Ja, Scham! Ich bin sehr charmant. Nein, Scham! Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja! Ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Du bist so ein Trottel, Rufus. Mist. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Nö. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Voll. Finde ich nicht. Ja, also Ladies, Rufus, der perfekte Freund. Füllt eure Tiere mit Zement auf, mit Schnellzement, schubst euch aus Fahrzeugen, spaltet euer Bewusstsein in drei Teile. In ein paar Tagen. Ist doch schön. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte.
Na, Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Wer tut das nicht? Na gut. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Ja. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Ein gruseliges Gespenst. Ein Loch. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Da ist noch ein Fragezeichen. Aber da kann man auch, hey, sicher auch nicht. Bleib da an der Tür stehen. Ich dachte... Ja, kannst du... Ja, das dachte ich mir. Gut, nichts mehr. Gut. Und dann gehen wir mal hier runter. Wir können nachher noch in die anderen Zimmer gehen. Und jetzt können wir hier die Heizung ausschalten. Könnten. Aber das möchte ich noch nicht machen. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Lustig. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Klug. Aua! Echt? Das hat dir wehgetan? Ich dachte, du bist Rufus. Na gut, während ich noch versuche rauszufinden, warum Rufus das wehgetan hat, werde ich mal eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn Rufus wieder wach ist. Bis dann!